Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon 2 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben die Education ist jetzt beendet übrigens hier. Ne? Da müssen wir mal alle nehmen, die hier da drin sitzen. Alle selektieren und dann wieder hier reinschmeißen. Zack, dann ist der Raum ist wieder voll. Spieleentwicklerlegende Stefania Moss ist zu kriegen. Leider kann ich ihn gerade nicht einstellen. Aber es wurde mir gesagt, dass für die MoCap am besten Programmierer zu wählen sind. Das heißt also, das können wir dann durchaus mal versuchen hinzubekommen, dass wir hier diese Forscher rausnehmen und die wieder in die Forschung stecken. Und die denn hier forschen lassen oder rumsitzen lassen, ist ja auch egal. Und dann hier Programmierer einsetzen, die dann das MoCap für uns machen. So, das heißt, wir nehmen hier mal alle, selektieren hier alle und schmeißen die erstmal hier rein. Und dann gucken wir mal, ob wir ein paar Programmierer eingestellt bekommen. Am Arbeitsmarkt, wie sieht's aus? Ich hätte gerne Programmierer. Haben wir keine. Jetzt habe ich ihn schon mal rausgerissen. Hätte ich vorher nachgucken sollen. Na egal. Gut, dann werden wir demnächst dann da von denen ein paar holen. Aber wir werden die hier durchselektieren. Kann ich die eigentlich hier drinnen denn nach den Fähigkeiten programmieren? Kann ich die sogar durchsortieren? Ne? Also von daher, da kann ich hier die obersten 6 dann einfach mitnehmen. Und das machen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Okay. 4, 5, 6. Selektieren. Und dann schmeißen wir die erstmal wieder rein. So. Und dann werde ich. Goldene Schallplatte für Tekken 4. Sehr schön. 1 Million verkaufte Einheiten. Die haben so 1,4 Millionen verkaufte Einheiten. Ich werde jetzt mal nochmal für Tekken 4 ein Add-on nachentwickeln. Kostenloses Add-on. Tekken 4. Max. Ja, kostet 1 Million. Ist egal. Wir haben 4 Millionen Einnahmen schon gehabt durch das Spiel. Da kann ich mal noch 1 Million nachschieben. Hier, guck mal, Auftragsarbeit haben wir keine. Guck mal da unten mehr hin. Auftragsarbeiten haben wir in der Produktion, in der Werkstatt. Was ist denn die Werkstatt? Was ist denn die Werkstatt? Du kannst Inventar für deine Räume kaufen. Werkstatt. Kannst du Spielautomaten produzieren lassen? Interessant. Okay, gut. Okay. Was muss man denn da für Leute für einstellen? Techniker? Oh, Techniker, klingt ganz gut, ne? Hardware und Technik. Haben wir jetzt aber auch nur... Wie, der ist Grafiker und kann ganz viel Hardware und Technik? Ich habe besser Hardware und Technik als ein Nicht-Techniker? Wie gut sind die denn mit Grafikdesign? Ui, habe ich da noch einen Platz frei? Da habe ich noch Platz frei. Moment. Einstellen. Zack, rein da. So, gut, sehr schön. Das lobe ich mir. So, ihr macht hier mal schnell das Add-on noch für Tekken 4 fertig, damit hier nochmal die Verkaufszahlen ein bisschen hochgehen. Hier werden wir, oh, das wird sehr, sehr knapp werden mit den 2 Millionen. Also wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt aber Folgendes machen. Wir gucken mal nochmal die Visum Engine. Die wollte ich nochmal angucken. Habe ich die schon geupdatet oder nicht? Visum. Hat 29, genau, das ist die beste. Alles klar, dann nehmen wir nämlich jetzt Spiel entwickeln und wir möchten gerne eine Fortsetzung machen von Die Fugger. Und zwar heißt das Die Fugger 2, ist ja noch im Handel der erste Teil, das heißt, es könnte vielleicht sogar eine IP drauf noch geben. So, Wirtschaftssimulation, Aufbauspiel, Wirtschaft ohne Lizenz, genau so machen wir das. Main-Plattform nehmen wir natürlich den Personal Computer mit erreichen nur 87,3% oder 150 Millionen Geräte und nehmen natürlich die Visum Engine. So. Spiel ist Doppel-A. Okay, da müssen wir mal gucken. Lenkrad brauchen wir nicht. Alle Sprachen sind da drin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles super. Und dann gehen wir hier drauf. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz mal in den Spielbericht von Die Fugger. Und da sehen wir, das haben wir getroffen. Okay, also hier oben gibt es anscheinend Meldungen. Und wir gucken mal, ob wir dort Briefe haben.
So, nee, nicht Spielberichte. Briefe, Fanbriefe, die Fugger. So, viele Fans schreiben, sind zufrieden. Grafik ist gut, Steuerung ist gut, höhere Spiellänge, bessere Spieltiefe, viel zu schwierig und mehr Innovation. Also, es ist zu schwierig, das heißt, wir machen es ein Tick einfacher. Mehr Innovation, mehr Spieltiefe, mehr Spiellänge. Das heißt, wir werden weniger Story und weniger Charakterdesign haben und natürlich weniger Zugänglichkeit. Irgendwann müssen die Punkte ja alle miteinander stimmen. Sehr gut. So, dann lassen wir das mal so und das lassen wir auch so. Dann gehen wir weiter. Dann nehmen wir hier alle geeigneten Features und dann haben wir 44. So, wir brauchen natürlich keinen VR-Helm-Support. Wir brauchen kein Voice-Over. Doch, Voice-Over könnte man gebrauchen, das stimmt eigentlich. Wettereffekte, wiederholbare Quests, Zwischensequenzen, zufällige Story-Ereignisse, das kann man gebrauchen. Skill-Trees kann man gebrauchen. See-Replay-Funktion, ja, kann man gebrauchen. Side-Quest, ja, Split-Screen-Multiplayer machen wir raus. Obwohl, machen wir den raus? Nehmen wir noch nicht raus. Secrets lassen wir drin, Safe-Games, Password-Saves machen wir weg. Orchestrale Musik, ja, New Game Plus, ja, multiple Enden von mir aus, Moralmechanik, ja, moderne Controller Support. Weiß ich noch nicht, lokale Highscores lassen wir drin, Lenkrad Support brauchen wir nicht, Laserpointer Pistolen Support brauchen wir auch nicht. Und damit haben wir alles raus, was wir nicht brauchen. Und gut ist, dann brauchen wir eigentlich auch kein Forced Feedback, aber naja, gut. So, also bei der Steuerung werden natürlich jetzt so vielleicht ein paar Abstriche gemacht, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann machen wir dann Haken dran. So, 70 Herzen haben wir schon mal generell. Und jetzt müssen wir natürlich ein paar Sachen einstellen. Und zwar macht ihr Folgendes, ihr macht Gameplay-Verbesserungen. Alles selektieren, Haken dran. So, ihr macht Bugfixing für dieses Spiel. Ihr macht natürlich die hochwertigen Sounds für dieses Spiel. Gottes Willen, was das an Geld kostet. Ihr macht hochwertige Animationen, natürlich für dieses Spiel. Und ihr macht hochwertige Grafiken, natürlich für dieses Spiel. So, sehr gut. Dann ist hier erstmal alles in Lot auf dem Boot, alles in Butter auf dem Kutter. Kundensupport, den müssten wir mal vergrößern, müssen wir wahrscheinlich mal nochmal einen reinsetzen hier. Die beiden haben zu tun, aber wir könnten hier nochmal Spezialmarketing für Tekken 4 machen und zwar eine Demo veröffentlichen. Da kann man noch mal ein paar Herzen mit erreichen. So. Weiter geht's. So. Also, wir haben die Fugger 2 sozusagen in der Mache. Das finde ich schon mal ganz gut. Das sollte hier relativ fix gehen. Bugs sollten sie auch relativ gleichmäßig rausarbeiten. Das Update hat hier gar nicht so viel gebracht, wie ich gerne hätte, glaube ich. Oder haben wir noch keine neue Woche? Weiß ich nicht. Doch, haben wir schon, ne? Also es hat hier jetzt nicht so viel gebracht bei Tekken 4, dass die Verkaufszahlen hochgehen. RPG wurde mal wieder benutzt und 42.000, naja, Ölgigant 2 gebracht. Und was ist hier? Neue Plattform Mega erkennen. Mega Drive ist das wahrscheinlich. Und Sieger Nomen. Naja, gut, von mir aus. Gab's von Sega so eine portable Konsole, ja? Doch, gab's, stimmt. Stimmt, da sind einige mit rumgelaufen. Ach, das ist lang, lang ist her. Lang, lang ist her. So. Gut, wir müssen dann natürlich ab und zu mal, ich weiß noch nicht. So, die Kosten hat nochmal 6 Hype erzeugt. Sehr schön, RPG wurde nochmal für Ghost and Zombies 2 Add-on verwendet und hat nochmal 200.000 Einnahmen erzeugt. Ich will hier bei die Fugger doch 6.000, das kriegen wir hin. Wir kriegen demnächst 2 Millionen verkaufte Schallplatten, 2 Millionen verkaufte Exemplare. Das könnte die nächste Art von Platte geben. Also es könnte dann die, kommt danach, goldene Schallplatte, kommt die Platin und dann kommt die Diamanten, ne? So, wir haben nichts gekriegt. Big Airline Manager 2 wurde veröffentlicht und Sport 93 PC hat nochmal 57.000 gebracht. Das war jetzt nicht so viel Geld. Okay, bei 2 Millionen gibt es anscheinend keine neue. Das ist 2,5 Millionen vielleicht. Da werden wir aber definitiv nicht hinkommen. Halbe Million. Kriege ich da nicht mehr raus. Macht aber nichts. Wir haben 15,6 Millionen Gewinn gemacht mit diesem Spiel. Und könnten uns locker hier ein neues Gebäude leisten. Dieses nicht, ne? 95 Millionen. Aber dieses hier, das könnten wir uns leisten mit 53 Millionen. Und könnten theoretisch dann eine eigene Produktion einbauen. Aber noch haben wir 26 Monate einen Exklusivvertrag. Und da gibt es nochmal 97.000 für ein Spiel, was mit meiner Engine
gemacht wurde. Ah, das ist, glaube ich, das bestverkaufte Spiel jetzt momentan, ne? Wir können mal ganz kurz gucken. Charts. Bestes Spiel aller Zeiten ist das große Buddeln. Presse Reviews, User Reviews. Dungeons & Dragons 2, okay. All-Time Charts. Und da sehen wir, die Fugger steht auf 1, Tekken 3 steht auf 2 mit 1,9 Millionen, Dungeons & Dragons 2, Tekken, Dungeons & Dragons 1. Und dann kommt hier unten Tekken 4 schon mit 1,3 Millionen und das ist ja noch gut im Verkauf. Also da könnten wir jetzt mit die Fugger 2 vielleicht ein richtig gutes Teil leisten. Und jetzt haben wir minus 30 Bugs. Ein Programm, die Programmierer haben ein Glück, einige Bugmeldungen haben sie jetzt falsch herausgestellt, das spart eine Menge Zeit. Ja gut, minus 30 Bugs. Das heißt also, dass... hat sich hier ganz gut reduziert, also einmal ganz kurz auf 0 wahrscheinlich gewesen. Machst du nix, ist halt so. So, jetzt mussten alle Leute einmal bezahlt werden. Na ja, gut, das passiert. Das sind auch immer die schlimmsten Tage für Arbeitgeber, wenn diese Gehaltszahlungen vom Konto gehen oder sowas. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz bitter, glaube ich. So, hier wird eine Sonne gebaut. Sehr schön, also neue Grafiken schon mal, beste Grafiken. So, beim dritten sind wir, da sind wir noch drei unten drunter. Wir finden Simulatoren, haben wir hier Wall Street 2, hat uns nochmal eine 500.000 eingebracht, sehr gut. Also alleine unsere Engines bringen uns ja jetzt momentan ein gesundes Grundrauschen, dass wir hier den Laden wahrscheinlich am Laufen lassen könnten. Aber wenn man natürlich dann noch solche Spielehits programmiert und produziert, wie wir es tun, tja, das ist natürlich grandios, würde ich sagen, grandios. So, ich wollte mal immer mal gucken, ob ich Programmierer einstellen kann. Mitarbeiterübersicht, nee, Arbeitsmarkt wollte ich. Arbeitsmarkt, Grafikdesigner, ja, nee, ich möchte gerne Programmierer haben. Hier mal Programmierer, noch ein. 1, 2, 3. Einstellen. Wo kann ich die? Die setze ich erstmal hier rein. Dann nehme ich hier 1, 2, 3 Leute raus und dann nehme ich hier die da rein. So. 3,2 Punkte bringt der gleich. Guck mal, nee, der Programmierer ist richtig gut unterwegs hier. Sehr gut. Sehr schön. Gut. So. Umso besser Leute da sind, ne? Desto besser wird es. Müssen wir natürlich nachher die richtigen Leute nur wieder aus dem Raum rausziehen. Gibt es da nicht in der Forschung was Neues hier? Nein, gibt's nicht. Na gut. Und jetzt gibt's Awards. Beste Grafik. Tekken 4. Hallo? Spiel des Jahres haben sie nicht ausgezeichnet. Wir haben Spiel des Jahres 1995 nicht gekriegt. Spiel fertiggestellt. Entwicklung fortsetzen bitte. Der Hype ist auf jeden Fall auf 100 hochgegangen. Da muss irgendwas gewesen sein. Aber wir haben irgendwelche Auszeichnungen haben wir jetzt nicht gekriegt. Naja, gut. Ist halt so. So, hier ist Polishing betrieben. Hier sind noch ein paar Bugs zu bekämpfen. Hier ist noch ein bisschen was zu machen. Die sind aber auch ganz gut bei der Sache. Oh, die sind aber auch wirklich ganz weit hinten dran noch. Da müssen wir wirklich noch ein paar Programmierer dazu entwickeln hier. Was bist du für einer? Du bist ein Programmierer. Du bist auch ein Programmierer. Du bist RPG, 200.000 und Exklusivspiel. Durch dieses Spiel wurden geschätzt 403.000 Personal Computer verkauft. Okay, also so kann man den Marktanteil von PC nach oben schrauben. Ha! Ha! Das macht mich ja jetzt. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Haben wir hier noch Mitarbeiter? Die Übersicht wollte ich nicht machen. Monatlich 300.000 übrigens. Arbeitsmarkt. Keine Programmierer dabei. Okay. Na gut. So ist es halt. Gut, die sind auch noch nicht fertig hier. Oh Mist. Und RPG bringt uns auch mal 700.000, aber verkauft einer 1,2 Millionen. Ist natürlich auch schon nicht schlecht, ne? Muss man schon sagen. So, Tekken 1,6 Millionen. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Exklusivspiel geworden ist, aber. Ja, das ging eigentlich ganz gut auf den Konsolen, ne?
So, die machen Polishing schon, die machen hier fleißig damit, also Bugs sind alle raus. Und wenn man das sieht hier, ne, 5800, 5300, 4500 und 3600, das sind ja Werte, die sind ja jenseits von Gut und Böse. So, da wurden über 300.000 abgezogen. Aber wir haben auch instant 435.000 Einnahmen gehabt, denn da kann man ja sagen, was man will, ne? 10 Euro pro verkaufte Kopie sind natürlich schon ganz gute Einnahmen. Neue Forschung verfügbar, erweiterte KI. Sehr gut. Engine Feature, erweiterte KI. KI ist immer wichtig. Es ist nichts, also sagen wir mal wirklich jetzt bei so, auch bei Gilde zum Beispiel, die KI ist enorm wichtig. Die Wegfindung der KI, wo die Leute langlaufen, wie die Leute langlaufen, was die Leute machen, das ist so extrem wichtig. Auch in einer Wirtschaftssimulation. Oh, jetzt ist der Gebäudepreis um 100% gestiegen, ne? Da müssen wir jetzt nichts kaufen. Aber wir haben auch noch nicht erlebt, dass man dieser, der Gebäudepreis ist runter um 50%, ne? Soll es ja auch geben. Ich bin ein Error. Ne, das ist natürlich ungünstig. ja. Weiß gar nicht, früher war das immer, du hattest das Bürogebäude, kenne ich ja alle, so von der Größe her. Das war damals auch so zu kriegen, glaube ich. Kann mich da jedenfalls daran erinnern, dass ich es damals beim Mad Games auch so ein Büro mal bezogen habe. Aber es gab da, glaube ich, dann nachher am Ende so ein ganz riesengroßes Büro, ne, wo alles in eins war. Naja, gut, ist nicht weiter schlimm. So, jetzt machen alle Polishing. Und das muss ja nicht sein. So, neue Vorstellung verfügbar, 3D-Grafik, das können wir machen. Neue Anti-Cheat-Software, okay. Neue Konkurrent, Galaxis. Die kenne ich sogar, das ist also das Zeichen, das sagt mir was. Ach, welche Spiele machen die denn? Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. So, Entwicklung abschließen. So, an Tatu übergeben. Und damit ist die Fugger 2 auf dem Markt. Und wir bekommen eine traumhafte Wertung von 92% bei Grafik 97, Gameplay 90. Interessant, das Ganze ist angelehnt an Hollywood Pictures, glaube ich. So hieß das Spiel, wo das sie angelehnt ist, dieses Bild. Oh, das war auch so ein geiles Spiel. Hollywood Pictures. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn ihr das irgendwo umsonst kriegen könnt. Hollywood Pictures. Das ursprüngliche, ich weiß gar nicht, hieß das Hollywood Pictures? Ich weiß gar nicht. Es gibt mehrere solche, die das gemacht haben. Wo man ein Dingsstudio geleitet hat, also ein Filmstudio. Spielbericht erstellen, Fugger 2. So, dann lassen wir das mal da durchlaufen und gucken uns den hier an. Ja, die forschen erstmal ganz munter weiter, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich kann die drei Forscher jetzt hier rausnehmen mal. Mitarbeiter, Wissenschaftler, selektieren, damit reinstecken. So, dann können die ein bisschen Wissenschaft machen. Und wir gucken uns dann gleich den Spielbericht noch an. Das lief auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ach, was ich habe das. Da jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Oh, das hat uns 3% gekostet. RPG 600.000. Ich habe dieses spezielle Marketing vergessen hier. Die beiden Sachen. Naja, gut, okay. Aber wir haben 43.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche. Wir werden jetzt nochmal ein Add-on hinzubauen. Was? Nee. Add-on, kostenloses Update, sogar 2, Max, ja, hau raus. So, zweite Woche wird sowieso richtig hochgehen und dann kommt hier nochmal ein Add-on hinterher und so weiter. Da schießen wir jetzt nochmal richtig hoffentlich ein bisschen Kapital nach, beziehungsweise gewinnen dann dementsprechend auch jede Menge. Was ist hier los? Achso, plus 130%. So, da gibt es nochmal 84.000. 190 Millionen kostet das jetzt. So, in der zweiten Woche haben wir 60.000 Einheiten verkauft. Das heißt, wir haben 100.000 Einheiten innerhalb einer Woche gemacht. Das ist schon mal zwei Wochen gemacht. 1 Million haben wir damit durch. Was ist hier gewesen? Achso, das Add-on ist abgeschlossen. Nee, ist nicht abgeschlossen. Ach, die Marketingkampagne, ja. Na gut, das wird jetzt dann gleich ein bisschen Hype noch erzeugen. 7 Punkte Hype haben wir dann nochmal gekriegt. Verkaufszahlen 66.000. Jetzt ist das Add-on auch raus. Auftragsarbeit, Kurzauftrag. Das ist natürlich auch schade. Was haben wir denn hier Schönes? Qualitätssicherung hat ein, okay. Und ich werde noch ein. Mocap hat eins.
Keine Ahnung, ob die da durchkommen in 6 Wochen, aber... Oh ja, doch, das sieht sehr gut aus. 490.000 nochmal extra, okay. Warte, Animation aufnehmen, okay. Der Auftrag ging ja fix durch. Gehen wir schneller durch jetzt das hier, ne? Klick. So, sehr schön. 78.000 verkaufte Einheiten in einer Woche. Wir haben 250.000 Einheiten in 4 Wochen. Wow. Ist gut. So, hier sind wir bei 2 Millionen jetzt angekommen und haben noch 30.000 verkauft. 0,3 Sternchen hinten. Das bringt uns also hier Punkte drauf. Engine-Gebühren. Energiegebühren. 200.000 gehen wir da nochmal ein. Gucken wir mal, was das hier heißt. Bekanntheit der IP. Durch die Bekanntheit wirkt sich sämtliche Spiele der IP aus. Was auch immer die IP ist. Spiel mit einer guten Bewertung oder eine Auszeichnung erhalten, steigen dann die Bekanntheit. Tekken hat auch noch Auszeichnung erhalten. Naja, gut. Gute Bewertung. Gewöhnliche Spieleschmiede. Naja, da kommen wir auf jeden Fall drüber hinweg. So. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.